Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das Coronavirus ist mittlerweile in Deutschland angekommen. Und zwar mittlerweile schon in fast jedem Bundesland. Und so wie viele andere Leute auch, habe ich einen Vorratseinkauf gemacht. Für den Fall, dass man unter Quarantäne steht und das Haus nicht mehr verlassen darf. Und was ich da so gekauft habe, das möchte ich euch zeigen. Hier sehen wir schon mal den ersten Vorratsschrank. Hier habe ich 13 Packungen Datteln, ein paar Äpfel, zwei Packungen Cranberries und zwei Packungen Brühe drinne. Vorratsschrank Nummer 2 beinhaltet 2 Packungen Reis und 2 Packungen getrocknete Chilischoten. Und zum Schluss Vorratsschranktür Nummer 3. Hier habe ich 2 Dosen grüne Bohnen, 2 Dosen Erbsen, 2 Dosen Mais und 2 Packungen Studentenfutter sowie eine Packung Knabbernüsse. Und hier oben habe ich 4 Packungen verschlossene Nudeln und eine angefangene Packung Nudeln. Das war mein Vorratsschrank. Mein Vorrat ist klein, aber fein. Also ich kann damit ein paar Tage überleben. Wenn ich wirklich für 14 Tage in der Quarantäne sein muss und die in der Wohnung verbringen muss, dann habe ich immerhin genügend Nahrungsmittel. Aber in der Zeit, wenn ich in der Quarantäne sein muss oder eine Ausgangssperre herrscht, habe ich ohnehin vor, Heilfasten zu praktizieren. Denn wenn man nicht raus muss, braucht man auch nicht unnötig Kalorien in sich reinstopfen. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses kleine, aber feine Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.